Hallo und herzlich willkommen. Weiter geht's mit dem Starterdepot. Ihr seht dieses kleine Männchen hier. Das sind quasi wir, du und ich. Wir sorgen hier selbst vor. Wir investieren in Aktien, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Und das machen wir, beziehungsweise das setzen wir diesmal auch fort mit dem Starterdepot. Wir sind ja schon relativ weit. Wir haben schon 18 Sparpläne. Wir haben gesagt, insgesamt setzen wir 20 Sparpläne auf, um dann unsere gesamten 500 Euro, die wir monatlich investieren, zu verbraten in erfolgversprechende Aktien. Und wir haben letztes Mal abgestimmt über eine IT-Aktie und wir werden uns diesmal auch nochmal eine IT-Aktie angucken. Da haben wir ebenfalls drüber abgestimmt. Vier, fünf Zuschauern, die von euch abgestimmt haben, haben gesagt, ja, ihr interessiert euch mal für Tencent, ihr wollt euch mal die Aktie anschauen. Passt deshalb, weil A, es einfach fundamental ein sehr erfolgversprechendes Unternehmen ist. Und B, weil es ein chinesisches Unternehmen ist. Und ihr werdet gleich nochmal sehen, wenn ich die Gewichtung nach Region euch des Starter Depots nochmal vorstelle, dass da eine Aktie aus Asien dem Starter Depot gut stehen würde. Ich verstehe auch die Leute, die dagegen gestimmt haben, denen das vielleicht ein bisschen zu tech-lastig ist. Wobei wir jetzt halt anstatt sechs Aktien, sieben Aktien haben werden, die im Technologiesektor dann beheimatet sind. Aber wie gesagt, ihr müsst ja nicht alles eins zu eins nachvollziehen. Gucken wir uns erstmal kurz an hier, die Helden der finanziellen Freiheit. Ich wollte einfach mal darauf hinweisen, dass es das gibt. Das habe ich gestern aktualisiert. Aktualisiere ich jeden Monat auf meinem Blog vom Aktienfinder. Und da seht ihr einfach, was so machbar ist mit Dividendeneinnahmen. Und da bin ich zu Hause. Ich bin wachstumswerte.net als Finanzblogger. Es sind aber auch noch viele andere Finanzblogger da. Und da könnt ihr euch einfach mal anschauen, wie so die Einnahmen im Laufe der Zeit wachsen. Ich tracke das Ganze seit dem Jahr 2015, dann die monatlichen Einnahmen der Finanzblogger. Das hier, wie gesagt, bin ich. Ich habe Einnahmen sowohl aus Optionsprämien als auch aus Dividenden. Ich weiß, Optionsprämien sind nicht jedermanns Sache. Im letzten Video, da ging es um mein Depot-Update, ging es ums Cashflow-Depot. Und das ist genau das, was hier abgebildet wird. Da seht ihr, dass ich eben seit 2017 veroptioniere. 2015, 2016 habe es nur Dividendeneinnahmen und mittlerweile machen die Optionseinnahmen mehr aus als die Einnahmen aus Dividenden. Ist wie gesagt nicht jedermanns Sache, verstehe ich komplett. Und ich sehe mich selbst eigentlich, auch wenn ich veroptioniere, meine Kernkompetenzen sehe ich im langfristigen Investieren. Auch wenn das dem einen oder anderen, es kam auch in den Kommentaren rüber, ein bisschen langweilig erscheint. Und ich denke auch, das ist mein Steckenpferd und da kann ich, denke ich, auch am meisten Gutes bewirken. Und es ist auch das, was für die meisten Leute eigentlich geeignet ist, das langweilige Investieren unter anderem auch in Dividendenaktien. Also im Prinzip genau das, was wir hier mit dem Starter Depot tun. Einige von euch haben sich gewünscht gehabt, dass ich vielleicht noch mehr in Richtung Optionshandel mache. Ich kann noch, und das habe ich auch vorgeschlagen, mal meine kompletten Optionseinnahmen mal zum Besten geben. Aber es gibt dann andere, die sich besser damit auskennen als ich mit dem Optionshandel. Und ich habe hier auf meinem Blog wachstumswerte.net ja auch ein bisschen was zum Thema Optionen geschrieben. Und da habe ich dann auch noch hier die ein oder andere Quelle dann verlinkt hier zum Thema Option und könnt euch dann einfach angucken. Und ich denke, da werdet ihr dann besser bedient, als wenn ich jetzt auch noch versuchen würde, das abzuhandeln, weil ich kann auch allein schon zeitlich nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Dann würde sicherlich das ein oder andere drunter leiden. Unter anderem unser Starterdepot und das will ich natürlich nicht. Beim Starterdepot gehen wir mal zur letzten Abstimmung. Oh, wir haben schon so viel gemacht. Wahnsinn. Hier, Dividenden aus der Matrix war das letzte Video zum Starter Depot. Und da haben wir Lam Research, Intel und Texas Instruments gegeneinander antreten lassen. Texas Instruments hat das Rennen gemacht mit 63% der Stimmen. Endlich haben sie es geschafft, weil das war jetzt die dritte und letzte Chance für Texas Instruments. Und ich halte es für ein sehr, sehr gutes Unternehmen und freut mich, dass sie es geschafft haben. Unser Starterdepot insgesamt, das sieht jetzt so aus hier. Ich habe den Sparplan jetzt eingerichtet, Texas Instruments. Wie gesagt, es sind jetzt 18 Sparpläne und es fehlen jetzt nur noch zwei Sparpläne und dann haben wir das Starterdepot voll.
Wenn ihr noch oder wenn ihr mit eurem, wenn ihr noch in den Startlöchern steht und erst anfangen möchtet, langfristig in Aktien zu investieren, hier gibt es das Starterpaket. Wenn hier, du hier draufklickst auf den Button, kriegst du eine Vollmitgliedschaft im Aktienfinder und kannst dir einen netten Online-Broker aussuchen, der auch sparplanfähige Aktien anzubieten hat. Ist dann eine Quersubventionierung. Ich krieg dann eine Provision vom Broker und die reicht dann einfach weiter und gibt dir dann 90 Tage Vollmitgliedschaft im Aktienfinder, deshalb dann das Starterpaket. Alles im Rahmen der Missionierung des deutschen Sparmichels, so wie ich es mal ausgedrückt habe, um eben Aktien ein bisschen populärer zu machen. Ich hoffe, das klappt. Wenn es bei ein paar Leuten klappt, dann ist es ja schon mal besser als nichts, ne? Gut, dann hätte ich das gesagt gehabt. Dann gucken wir uns mal kurz an, gleich das Starterdepot, wie es aussieht. Vorher noch hier der Disclaimer. Ich schiebe dir mal in deinen Sichtbereich. Mit Aktien kann man Geld verlieren. Ich habe keine Glaskugel und ich gebe keine Kaufempfehlung ab. Alles hier pure Unterhaltung, aber durchaus gut gemeint. So, gehen wir weiter zum Starterdepot hier in Excel. Habe ich aktualisiert. Gucken wir uns mal jetzt die Branchenverteilung an hier. Ihr seht, wir haben jetzt nur noch, also 5% ist quasi eine Aktie oder beziehungsweise ein Sparplan. Wir haben jetzt hier noch zwei Slots sozusagen offen. In diesem Video gucken wir uns Tencent an, gehört in den Technologiebereich, da jetzt eigentlich, so wie es der Ursprungsplan war, jetzt voll wäre mit 30%. Vielleicht bauen wir es auf 35% aus, wenn Tencent es schaffen würde. Und da hätten wir noch 5%. Da habe ich ja mal anklingen lassen, ob ihr vielleicht euch mit einer Tabakaktie anfreunden könntet. Das wäre dann hier im nicht zyklischen Konsumbereich. Da sind da auch einige dagegen, aber mehr eigentlich momentan dafür. Das heißt, gucken wir noch mal. Aber ich vermute fast, dass wir eine Tabakaktie dann nehmen würden. Ganz toll hätte ich auch einen REIT gefunden. Vielleicht passieren noch Zeichen von Wunder, dass es die Consorsbank so schnell schafft, dann auch noch einen REIT aufzunehmen. Das wäre natürlich auch toll. Insgesamt müssen wir halt wegen der Sparplanfähigkeit immer halt gucken, dass wir ja, sparplanfähige Aktien nehmen, also diesen kleinen Spagat hinkriegen. Aber ich denke, momentan sind wir da immer noch recht gut unterwegs. Und wir sind ja schon fast, ja, wir sind ja schon auf der Zielgeraden. Dann hier nochmal die Starterdepot, Aufteilung nach Ländern bzw. Regionen. Zwei Drittel USA, ein Drittel Europa, drei Aktien aus Deutschland, drei Aktien aus jeweils einer, Dänemark, Großbritannien und Niederlande. Und hier auch nochmal, warum jetzt eine Aktie aus Asien dem Starterdepot nochmal ganz gut tun würde. Und das wäre jetzt eben unser Kandidat Tencent, die ich dann auch nochmal gleich vorstelle. Zu Tencent vielleicht, bevor wir da in die Fundamentals oder so gehen, erstmal zum Unternehmen an sich. Ich habe mich ja schon mit Alibaba näher auseinandergesetzt. Also ich habe sowohl Aktien von Alibaba als auch Tencent. Ich bin beide investiert. Zu Alibaba habe ich schon ein Video gemacht. Und Alibaba, oder sagen wir mal andersrum, wenn man sich ein Unternehmen anguckt, dann gibt es ja so verschiedene Sichtweisen. Es gibt einmal so die ethische Sichtweise, so wie finde ich das Unternehmen an sich? Und dann gibt es die rein investorenbezogene Sichtweise, kann ich damit quasi eine Rendite erzielen? Und ich möchte mich jetzt dem Unternehmen erstmal aus der ethischen Sichtweise ein bisschen nähern. Bei Alibaba zum Beispiel finde ich wirklich klasse, was Jack Ma da gemacht hat. Seine Vision ist ja gewesen, den chinesischen Händlern Zugang auch zum Ausland oder Zugang überhaupt zu Kunden außerhalb ihres Einzugskreises zu gewähren, auch in China selbst und dann natürlich auch das Ausland, also international. Und das ist die Vision gewesen und das ist bis heute noch ein großer Teil von Alibabas Vision, auch wenn sie heute auch B2C, also direkt quasi Business to Consumer machen. Am Anfang war Alibaba reines B2B-Geschäft. Und das war halt einfach Alibaba als Enabler, Alibaba, um den Landsleuten, den anderen Unternehmern, den anderen Händlern was zu ermöglichen, ihnen Türen zu öffnen, die bisher nicht geöffnet werden konnten. Von daher auch der Name Alibaba, Sesam, öffne dich.
Das war also wirklich eine Vision, um den Landsleuten zu helfen. Bei Tencent gibt es diese Vision nicht. Also Tencent ist im Prinzip eine riesige Krake und wenn die sehen, dass man irgendwo Kohle machen kann, so ein bisschen wie Amazon auch, dann gucken sie sich, wie sie das greifen können. Tencent wird als, auch so als Copycat King bezeichnet. Das heißt, die schämen sich auch nicht, irgendwas zu kopieren. Die kommen auch von da. Also das waren auch ihre Copycat, ist auch ihr Ursprung. Sie haben ICQ kopiert, weiß nicht, gibt es überhaupt heute noch? Ich habe das früher benutzt, Anfang der 2000er. Ja, das war so ein Instant-Messaging-Programm und Tencent ist als ICQ-Klon gestartet, als chinesischer ICQ-Klon. Und das hieß dann QICQ, wenn ich mich richtig, oder OICQ haben sie dann später umbenannt, heute heißt QQ. Und die haben sich dann finanziert. Also das war erstmal in einer Basisvariante kostenlos, aber dann gab es Premium-Services, da musste man dann für was bezahlen. Wurde dann auch, war am Anfang eine reine Desktop-Variante und ging dann auch auf Mobile und für Mobile musste man dann auch was bezahlen. Gab es dann später, haben sie dann noch so eine Spieleplattform hinzugefügt und haben dann diejenigen, die dann da auf der Plattform halt ihre Spiele anbieten wollten, mussten das dann lizenzieren, haben so eine Lizenzeinnahmen gekriegt, haben dann später angefangen, eigene Spiele noch auf diese Plattform zu stellen, also eigene Spiele zu entwickeln. Und heute haben sie das Ganze dann ausgebaut, auch über WeChat, das ist dann quasi ICQ 2.0, Facebook Chinas. Und das ist so ganz grob so die Richtung, wie es sich Tencent entwickelt hat. Heute sind sie natürlich viel mehr, da gehe ich auch noch gleich drauf ein. Aber im Prinzip haben sie angefangen als Copycat und sie sind heute immer noch Copycat aus meiner Sicht. Und sie haben keine richtige Vision. Natürlich haben sie ein Vision Statement. Ich lese es euch mal vor. Improve the quality of life through Internet Value-Added Services. Also total substanzlos eigentlich. Man kann, das könnte genauso gut Microsoft oder Facebook oder von mir aus auch Amazon schreiben. Das Leben verbessern durch internetbasierte Dienstleistungen. Ja, super. Und wie gesagt, also aus meiner Sicht eher substanzlos. Was Tencent heute macht, die sind so ein Tausendsaar, also eine Krake im Prinzip. Sie haben Social Media, da wo sie im Prinzip herkommen, über dieses über diesen ICQ-Klon, heute WeChat, also Facebook, wenn du so willst. Haben sich in den Onlinehandel eingekauft, bei JD.com sind sie beteiligt. Also das, was Alibaba, wo Alibaba quasi groß geworden ist, oder auch Amazon heute zu Hause ist. Sie machen Videos, Streaming, sowohl aus dem professionellen Bereich im Sinne von Netflix, sage ich mal, von professionellen Content-Anbietern. Sie haben aber auch Tencent Video, das wäre dann der YouTube, das YouTube-Pendant. Sie machen auch Spiele-Streaming, das wäre dann die Konkurrenz zu Steam. Haben auch eine Tencent Cloud natürlich, ja dann wiederum das Pendant Amazon, Microsoft oder im Land selbst, Alibaba. Sie sind ein Filmproduzent, so wie beispielsweise Walt Disney, aber auch Alibaba macht sowas. Sie haben jetzt ihre eigene Suchmaschine, also sprich Google, sind auch ein Partner von Google. Google selbst ist ja nicht in China. In China selbst ist die Nummer 1 Baidu, aber wie gesagt, Tencent macht das auch, kann man damit Geld verdienen, also macht es Tencent auch. Sie sind ein Bezahldienstleister, Weixin Pay, also das wäre dann das Pendant zu PayPal oder zu N Financials für Alibaba. Sie haben eine eigene Bank mit Bonitätsrating drum. Sie haben unglaublich viele Beteiligungen. Sie haben unter anderem auch 5% von Tesla. Sie haben auch ihre Hände über eine andere Beteiligung im Bereich der Elektromobilität. Sie drängen sich genauso wie Alibaba auch in das echte Leben, sage ich mal, über Kooperationen beispielsweise mit Carrefour in China. Sie fahren auch mobiles Essen aus. Sie machen einfach alles. Und ja, das ist im Prinzip Tencent heute. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, es gibt hier Corporate Overview auf der Tencent Homepage. Da seht ihr das dann auch nochmal relativ gut. Und hier sehen dann Our Business Model, also wie verdient die Krake quasi Geld. Das sind diese Value-Added Services hier zum einen zu nennen, die ja auch in dieser Vision, Anführungszeichen Vision, vorgekommen sind. Also sind im Bereich soziale Netzwerke, kassieren sie ab.
über Membership Privileges. Also oft ist es so, dass die Basisdienste sind kostenlos und wenn du da halt Premium willst, musst du halt bezahlen. Digital Media Subscriptions, also wer zum Beispiel beispielsweise den Content Streaming, Video Streaming, wäre da sicherlich drin. Virtual Item Sales, wenn du dann dein, was, keine Ahnung, wenn du dann dein Avatar irgendwie aufhübschen willst, bezahlst du halt Geld. Das ist auch so ähnlich wie bei den Online-Spielen. Da ist ja jetzt Tencent auch sehr groß als Spieleentwickler tätig für Mobile- und PC-Spiele. Da kannst du dann auch entweder in-game dein Konto aufhübschen, indem du echt Geld bezahlst. Dann kriegst du dann, was weiß ich, ein schärferes Schwert oder so, ein digitaleres, schärferes Schwert für deinen Rollenspielcharakter. Da wird natürlich dann auch Geld fällig oder du bezahlst für das Spiel an sich. Dann natürlich Werbung. Wo kann man Werbung überall schalten? In diesen Video-Streaming-Plattformen, aber auf WeChat beispielsweise, also in den sozialen Netzwerken, in den Spielen selbst natürlich auch oder auf den Plattformen schon für die Spiele. Bei den, ja, also eigentlich, ja, also der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Überall natürlich, wo die Leute über digitale Inhalte mit in Kontakt kommen, kann man auch Werbung einblenden. Man kann das natürlich auch wunderbar kombinieren, dass du dann, wenn du ein Spiel, dass das Spiel in der Basisvariante kostenlos ist und wenn du dann die Werbung ausgeblendet haben willst, dann musst du halt dafür nochmal extra bezahlen. Und dann haben wir hier noch Fintech Business Services. Also dieses, das ist dann beispielsweise dieses PayPal-Korrespondent, Wakesin Pay heißt es, wo du dann Geld als Konsument durch die Gegend schickst oder als Händler, dann bezahlt der Händler analoge Kreditkarten oder Bonitätsrating kann man dann auch den Händler bezahlen lassen oder der Kunde selbst kann auch bezahlen, wenn er beispielsweise einen Kredit in Anspruch nimmt. Auch da ist eben sehr viel möglich und wird auch sehr viel gemacht. Wenn man mal hier ein bisschen weiter blättert, dann wird das alles noch ein bisschen runtergebrochen. Will ich aber nicht eins zu eins durchgehen. Ich möchte einfach die Vorstellung mal geben, was Tencent an sich macht. Also oben was soziale Netzwerke, hier siehst du dann die ganzen Online-Spiele. Und dann gibt es hier eben diesen Werbebereich und jetzt weiter unten, also kommt dann nochmal der, wo haben wir es? Fintech, die haben übrigens auch eine Cloud natürlich, habe ich es erwähnt, weiß ich nicht mehr. Und hier geht es dann zu den einzelnen Revenues, also wie die Einnahmen quasi verteilt sind. Das finde ich noch ganz interessant. Ich muss noch ein bisschen größer, dass du das siehst. Das siehst du zum Ersten, was wichtig ist. Und jetzt kommen wir so in die Investorenperspektive, weg von diesem Ethischen. Das Ethische stört nur. Jetzt kommen wir zur Investorenperspektive. Und da siehst du halt, wie der Umsatz wächst. Die Zahlen werden immer größer. Und während hier der Umsatz noch eher linear als exponentiell gewachsen ist. Bis 2008 siehst du, dass dann hier langsam das Ganze eher anfängt, so schon fast exponentiell zu wachsen. Wenn du hier die Kurve dir jetzt so vorstellst und zum Beispiel von 2015 auf 2016 hier fast 50% und dann hier auch nochmal 50%. Hier dann eine Verlangsamung des Wachstums von 2017 auf 2018 und hier nicht täuschen lassen. Hier ist kein ganzes Jahr. Es ist Last 12 Trailing Months hier. Haben sie aus dem Aktienfinder geklaut wahrscheinlich. Vielleicht, wenn der Aktienfinder nur stark genug wächst, dann gibt es vielleicht mal einen Aktienfindel. Und wer den dann gemacht hat, wird natürlich Tencent sein. Und das hier liegen 6 Monate dazwischen. Ich habe mir übrigens mal hier, kleiner Goodie, die Tencent-Suchmaschine angeguckt, haben mal Aktienfinder eingegeben. Die finden den sogar schon. Die finden sogar meine englische Seite, das kommt dann alle auf Nummer 2. Obwohl da eigentlich das Wort Aktienfinder als Suchbegriff gar nicht vorkommt. Also haben sie schon einen ganz guten Job gemacht. Auf 3 Weyco Group und auf 4 Realty Income, auf 5 Altria, whatever. So, also das ist hier das Umsatzwachstum. Und das seht ihr durchaus interessant aus Investorensicht. Und dann seht ihr hier nochmal die einzelnen Segmente hier. Value Added Services, also diese ganzen Subscription-Sachen. Social Networks und Online Gaming sind hier zusammen, werden zusammen reportet. Dann hier der Werbebereich. Und das war bis 2017 noch AWA. Und jetzt haben sie dann Fintech und Business Services als eigenes Segment noch reportet. Und das wäre dann das, sieht man dann besser. Und heute, wie gesagt, sind wir hier. Und dann gehen wir mal in den Aktienfinder. Habe ich Tencent schon ausgewählt. Also wir gucken uns das Ganze jetzt mal fundamental an.
und tun, naja, wir gehen mal zurück. Also wir gucken uns das Ganze hier fundamental an. Und das ist im Prinzip dann hier nochmal das Umsatzwachstum. Machen wir erstmal die Margen weg. Das seht ihr hier, das Umsatzwachstum ist im Prinzip das, was ihr jetzt auch schon gesehen habt. Nur fehlen hier die Segmente. Und dann sehen wir hier die Margen. Ihr seht, dass die Margen ganz schön nach unten gehen, was erstmal nicht gut aussieht. Hier hatten wir mal Margen von knapp 50% und momentan sind die Margen bei ungefähr 25%. Marge hat sich halt halbiert, also ungefähr halbiert. Aber auf der anderen Seite, das sind hier sind Hongkong-Dollar, guckt den Umsatz an, 23, also wir lassen jetzt mal die Millionen, Milliarden weg. Also 23 wäre hier der Umsatz gewesen in 2009 und hier ist er halt 390. Also er ist deutlich, der Umsatz ist einfach explodiert und konnte dann hier die gesunkenen Margen überkompensieren. Insofern immer noch gut. Und dass es gut ist, seht ihr halt auch am steigenden Gewinn. Wo waren 2010 waren die hohen Margen, aber da war der Gewinn pro Aktie bei einem Hongkong-Dollar und aktuell liegt er bei 10,5 Hongkong-Dollar. Also hat sich über verzehnfacht quasi. Und was ihr hier eben schön seht, das ist anders als bei Amazon beispielsweise. Wir haben halt bei Tencent schön steigende Gewinne und operative Cashflows und Tencent bezahlt auch Dividende. Das sieht man eher hier, wenn man relativ gut, wenn man die Gewinne mal wegmacht und Cashflows in Relation, weil in der Relation fällt halt die Dividende sehr niedrig aus. Kein klassischer Dividendeninvestor wird Tencent kaufen, weil er die Dividende so toll findet. Von der Höhe her. Vom dynamischen Wachstum, und das macht die Dividende vielleicht wieder interessant für langfristige Investoren, seht ihr hier, wie die Dividende steigt. Das ist natürlich, also wirklich exponentiell. In 2010 gab es 10, also 0,1 Hongkong-Dollar, da gab es einmal Sonderdividenden, habe mir gerade einen schweren Fall hier ausgesucht, also 0,1 Hongkong-Dollar. Und 0,11, 0,15. Hier hat sie sich schon verdoppelt nach 3 Jahren. Und mittlerweile ein Hongkong-Dollar hat sich also wieder verfünffacht von 2013 aus. Und da ist also noch und auch viel Luft nach oben und sehr viel Fantasie hier, was die Dividendenerhöhung angeht. Hier der freie Cashflow hört schon beim letzten Geschäftsjahr auf. Offensichtlich nicht reported worden in den Quartalszahlen, schätze ich mal. Gucken wir uns mal Tencent in der Vollanalyse an. Und ändern mal wieder kurz das Layout, was ich gerne mache. Und da sehen wir hier dann auch die Bilanz und die Rückkäufe, die es nicht gibt. Da werden immer leicht Aktien noch ausgegeben, eventuell Mitarbeiteraktien oder so, weiß ich nicht genau. Aber ist kaum der Rede wert, also zwischen 0,5 oder weniger Prozent im Regelfall. Da haben wir hier die Bilanz und die sieht im Prinzip auch ziemlich gut aus. Hier fehlt wieder der Goodwill hier im Quartalsbericht, wahrscheinlich auch nicht reported worden. Also wir sehen, dass hier die Tilgungskraft, natürlich, sie haben Schulden auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben sie nach Abzug der Dividenden, die ja so ein bisschen, ja jetzt auch nicht so super hoch sind, auch vom Cashflow abgezogen werden, dann noch genügend Tilgungskraft über und auch sehr konstante Tilgungskraft. So dass sie da also wirklich kein Schuldenproblem haben. 9 Jahre, wenn ich das richtig sehe, bräuchten sie auf der Tilgungskraft basierend, um ihre ganzen Schulden zu tilgen. Ja, also kein Problem, alles gut. Und der Goodwill, der ist auch relativ niedrig im Vergleich. Tencent beteiligt sich ja, ist ja eigentlich eine Holding, ne? Und die haben halt auch sehr viele Beteiligungen und die kaufen immer mal wieder was zu, beziehungsweise beteiligen sich, wie ich es beispielsweise an Tesla schon genannt habe. Und dann gehen wir mal weiter zur Bewertung. Das ist natürlich auch sehr interessant, ob die Aktie momentan eher günstig oder teuer zu haben ist. Und wenn wir jetzt uns das Ganze mal anschauen und versuchen, die charakteristische Periode zu finden des heutigen Tencent, dann haben wir jetzt zum einen schon gesehen gehabt hier, dass das Wachstum, das eher beschleunigt hat, also dass am Anfang das Wachstum vielleicht noch gar nicht so hoch gewesen ist. Also wenn ich mir 2,4, 2,5 angucke, hier war das Wachstum dann schon höher. Also will ich irgendwann hier ansetzen, 2,6, 2,7. Gehen wir mal zurück in den Aktienfinder. Also hier irgendwo würde ich sagen, können wir dann das Wachstum, können wir dann die Periode ziehen, für die dann die durchschnittlichen Multiples berechnet werden, auf deren Grundlage dann die Fair Values wiederum berechnet werden. Wobei ich gar nicht weiß, ob das jetzt viel ausmacht. Also wir haben momentan hier ein KGV bei der
beim festen 10-Jahres-Rhythmus von 33 und jetzt haben wir 33,9. Wenn ich hier mal ziehen würde, na, hat nicht geklappt von der Maus her, wenn ich hier mal ziehen würde, hätten wir jetzt ein KGV von 31,8, wäre es ein bisschen niedriger. Hier war Tencent tatsächlich noch niedriger bewertet. Und dann hat es hier zum Wachstum gefunden, dann war das KGV auch relativ hoch. Also ich würde mal 2,8 einfach nehmen, auch wenn es nicht allzu viel ausmacht. Und da haben wir jetzt ein KGV von 33, KCV von 22,9. Und dann würde ich einfach sagen, blenden wir mal hier Gewinn, operativen Cashflow und die Dividende aus. Also die Dividende, hier seht ihr nochmal schön das dynamische Dividendenwachstum, aber die Dividende ist jetzt nicht wirklich interessant. Auch würde ich jetzt nicht den Fair Value basierend auf der Dividende nehmen. Ich zeige euch dann vielleicht auch gleich warum. Hierbei erstmal der Kurs von Tencent. Da seht ihr erstmal, dass Tencent langfristig ein wirklich gutes Investment gewesen ist. Kannst von hier nach hier mal gucken, was wir da verdient hätten. Rendite von 50.000%. Wenn du eingestiegen wärst zum Ende 2004 und verkauft hättest zum Höchstkurs, dann sehen wir aber auch, dass Tencent hier mal ordentlich hat federn lassen müssen. Rendite aus Jahr 52% miese, beziehungsweise 42,3% dann hier verloren. Dividenden schon eingerechnet. Dann ging es hier wieder nach oben. Kann man hier sehen. Rendite 45% und dann wieder etwas nach unten. Im Prinzip so eine Seitwärtsbewegung. Das ist aber nicht Tencent spezifisch. Das ist für relativ viele Tech-Aktien, die einfach hier so eine Relle hinter sich gehabt hatten, hier von 2016 bis Anfang 2018. Da gab es dann einfach eine Korrektur, weil die heiß gelaufen sind. Und ich denke, das sehen wir jetzt auch gleich, wenn wir die faire Werte einblenden, basierend auf dem bilanzierten Gewinn, insbesondere basierend auch auf dem operativen Cashflow. Zoomen wir mal ein bisschen näher ran. Und dann siehst du einfach, dass Tencent hier heiß gelaufen ist und dass Tencent dann einfach korrigieren musste oder das zum fairen Wert korrigiert hat und dass es jetzt so ungefähr beim fairen Wert ist. Eigentlich sogar eine leichte Unterbewertung hier oder fair bewertet, können wir eigentlich sagen, doch, dass Tencent mittlerweile fair bewertet ist. Hier sehen wir den letzten Stand, die letzten 5 Monate, also zum 30.06. Wir zoomen noch mal ein bisschen näher rein. Momentan ist liegt der Aktienkurs bei 350 Hongkong Dollar. Der faire Wert basierend auf den letzten Ergebnissen wäre auch zwischen 320 und 350 Hongkong Dollar. Und wenn wir die Prognosen nehmen, dann liegt der faire Wert irgendwo zwischen 370 Hongkong Dollar, immer relativ nah zusammen. Also ist die Aktie momentan eigentlich fair bewertet. Sie war nicht fair bewertet Anfang 2018, als sie 460 Hongkong Dollar gekostet hat. Und der faire Wert lag irgendwo bei 300 Hongkong Dollar. Also da war sie deutlich überbewertet. Interessant ist die Aktie halt insofern, als dass wir hier mit weiterem schönen Wachstum rechnen können. Und wenn wir da einfach mal gucken, ich habe hier auch noch so Hilfslinien eingezeichnet, dass wir nicht unbedingt nur für die Renditeentwicklung oder Erwartung immer mit Fernwerten vorlieb nehmen müssen, sondern wir auch zum Beispiel auch mal ein bisschen tiefer stapeln können. Und wenn wir das mal tun und sagen, okay, wir gehen einfach mal hier hin, also der faire Wert lege jetzt Ende 2021 zwischen 500 und 550 Hongkong Dollar. Und wir würden sagen, okay, 450 Hongkong Dollar Pi mal Daumen, um vorsichtig zu planen. Davon gehen wir mal aus. Dann hätten wir eine Rendite aufs Jahr von immerhin 12% noch. Und das wäre schon ja nicht schlecht. Wenn wir sagen, okay, wir gehen ein bisschen höher zum fairen Wert basierend auf dem Gewinn, dann wären es eben schon 18%. Und das macht dann so ein Investment halt doch durchaus interessant. Ja, meine Freunde, das wäre jetzt Tencent gewesen, so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Dann würde ich einfach sagen, stimmen wir mal zusammen ab, ob wir Tencent für ein interessantes Investment halten und ob wir Tencent in den Sparplan aufnehmen möchten. Dann danke fürs Zuschauen, danke für deine Stimme beim Abstimmen. Ich bin gespannt, wie es ausgeht und bis zum nächsten Video. Ciao.